Okay, aber eine mache ich noch, eine mache ich noch. Okay. Ja. Du musst auch noch eine machen. Ja, ich weiß. Intro-Sequenz, nein. Der Map sieht zwar fast aus wie iPhone. iPhone stand da. SCP. Der Zeitpunkt eignet sich gerade sehr gut eigentlich. Was soll ich jetzt machen? Die Question of the Day. Question of the Day! Ja. Die lautet. So wollen wir diesmal von euch wissen, was war euer Most Scary Moment in Game? Schreibt uns in die Kommentare. Ich glaube, ich habe das aufgemacht. Meiner? Arschloch. Meiner war bei 4. Kennst du das? Ich kenne das Spiel, ich habe es aber nie gespielt. So ein Ego-Shooter aus dem Jahre, weiß nicht, 2006 oder so. Hammer Grafik auf jeden Fall. Ja, was ist denn da? Hallo, der hat aufgemacht! Ja. Hammer Grafik. Ist davon mal missen. Für die damalige Zeit halt. Jetzt ist es aufgepackt. Ja, das ist so ein... Hä? Willst du mich verarschen? Und tot. Ja. Und dass wir die Question of the Day noch gestellt haben. Ja. Was? If I'm not mistaken, one of the main purposes of these rooms was to stop moving further in the event of a crime. Hä? Put a goddamn man-sized ventilation duct in it. Der geht, wie wir schon gesagt haben, durch diese Lüftungsschächte, ja. Aber in dieser Containment-Zelle? Nee, oder? Der bricht ja nicht in der Zelle aus, sondern dieses Tor ist ja offen zu der Zelle. Und da geht er eben raus und von dort irgendwo in dem Raum, in diesem Vorraum zu dieser Zelle, durch Lüftungsschacht. Ja, er meint, dieser Raum sollte sein, um seine Fortbewegung zu stoppen. Okay. I'm moving further. Ja. Also so ein Raum, der das eigentlich absichern soll. In the event of a containment breach, okay. Man-sized ventilation duct. Was eine brillante Idee war das eigentlich? Echt so. Schreibt in die Kommentare! War's das oder nochmal? Wissen, die Zeit lässt es theoretisch sogar noch zu. Dann lass die Zeit mal. Ich mach noch. Ja. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ohne Quicksave. Was war mein scariest moment? Und zwar war es bei mir an der Stelle, ziemlich am Anfang, vom ersten Teil bei 4, wo man auf dem Dach ist und dann läuft man an so einer Klimaanlage, an so einem Ventilationsdings, muss an so einem Radiator vorbei. Und dann kommt auf einmal irgend so ein Typ da hinterher und der steckt dich mit irgendwas. Und das kam für mich so plötzlich, und vor allem war ich da noch jung. Ich habe das gespielt, aber ich weiß nicht, 12 oder so. Da war ich noch naiv und ängstlich. Mein erster war bei Resident Evil 1. Da ist das Gang. In dem Gang gibt es noch einen kleinen Raum mit einer Toilette drin. Da so, liegt so eine Leiche drin. Dann gehst du wieder raus und machst zu. Und denkst, die Zombies können nicht durch Türen gehen. Dann kommt er plötzlich da raus. Und dann kommen noch zwei Zombies zum Fenster reingebrochen. Und durch so einen Zombie-Hund. Und dann warst du da. War die Lebenszahl. Du kannst dich da kaum wehren. Das klingt gerade nicht sehr schön. Das war hier, meine ich. Ach so. Open up. Was macht denn der? Boah, das ist der Soundtrack gerade. Der macht auf, Junge. Der muss aber die Sache in der Mitte drücken. Ich auch, für einen kurzen Moment. Der kommt gar nicht mehr irgendwie. Den haben wir für immer recontained. Der ist offen. Da ist auch offen. Mach dazu. Haben wir schon eine Karte? Nee, ne? Level 1 halt. Wenn du eigentlich Tab drückst, bleibt doch die Zeit stehen, oder? Ja. Ja,
willst du nochmal recontainen? Ich hab nur 0,1 Sekunden. Na, eigentlich ist es langweilig nochmal zu recontainen. Ja, dann wacht halt nicht mehr auf. Ja, okay, von daher ist schon practical, aber. Ja. Ist eigentlich gut, dass ich jetzt da schon da rangehe, ne? Sollte man vielleicht nicht tun. Das werden wieder zwei längere Episoden. Ne, von da komme ich her. Hm? Also. Ich bin nicht erschrocken. Zug auch nicht, aber so ein bisschen innerlich bin ich erschrocken. Kurz den Atem. Da geht's im Kreis, oder? Da ist die Karte. Ja. Okay. Schauen wir erstmal. Jetzt. Könnte ja sein. Hingenommen? Ja. Gut. Ich gehe gleich da lang, oder? Weißt du, den Safe haben wir auch noch nicht gefunden. Ja, aber da kommt ja in diesem Raum da sein. Schauen wir noch. Wir brauchen mal wieder ein neues Spiel. Ja, du hast erst Penumbra gespielt. Ja. Aber das ist ja so gut wie fertig, denke ich, oder? Drin. Das heißt so gut wie, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ja. Dennoch möchte ich ein anderes Spiel. Schreibt einfach. Aber nur Free Games. Na, ja, da ist er. Wäre von Vorteil zumindest. Monster Hunter The Arrival war jetzt auch kein Free Game. Eigentlich, ja, eigentlich halt Indie Games. Ja. Indie Games sind gut. Am besten so welche wie SCP oder Slender, wo man einfach unvermittelt ins Geschehen eintaucht. Nicht so mit Rätsel und so eine Kacke. Das ist dein Gehirn wieder nicht anstrengend, ja? Ah, da steht er wieder. Ja, ja, jetzt ist es zu spät. Ich wüsste immer gar nicht, wo ich jetzt. Wolltest du mir wieder nur einen Schrecken einjagen, oder? Die Bridge. Der schraubt noch, oder? Was sind Schrauben? Wir suchen den Safe, richtig? Ja. Ja, weil du wieder nicht gerade ausläufst. Ja, um ehrlich zu sein, Amnesia hat mich auch so ein bisschen gelangweilt. Das war mit. Ja, war, das war so viel zu lesen. Zu komplex und so. Zu viel Story. Ja. Rückblenden und so ein Zeug. Wo ist denn dieser Safe dann? Da haben wir kein Video gemacht, ne? Ja, nicht, aber, nicht. Aber ich finde das auch nicht so interessant. Ich jetzt da lang und dann immer geradeaus. Das Video war mir zu adventure-mäßig. Ja, stimmt, du musst es die ganze Zeit sehen. Ich glaube, dass du das sammeln musst. Egal. Diese Zündbüchsen. Genau. Die man Licht machen kann. Weil der Angst im Dunkeln bekommt. Waren wir da? Ja. Mach da lieber zu, oder? Na, ja, der backt wieder. Wer? Da, hier. Das ist vielleicht Absicht. Aber er meint, man kann doch bestimmt was reinlegen, auch wenn es zu ist. Nee, und es fällt an der Bahn, wo du stehst. Blöd. Im Intake muss man entern. Das mal probieren, alle zusammen. Na, aber nimm dir lieber die 2-Karte, weil ich glaube, die 1-Karte kann man echt nicht kaputt. Wir müssen es ja irgendwann mal herausfinden, ob es geht. Nein, müssen wir nicht. Ich glaube, es spielt keine Rolle, wie viele Objekte man da. Simultan einführen. Die 1er-Karte ist uns noch nicht kaputt gegangen, wenn wir auf Fairy Fan gemacht haben. Das können wir jetzt widerlegen oder, das jetzt aus. Oder unsere Behauptung noch stärken. Oh, geil, weg ist er. Ja, aber lag das jetzt daran, dass wir alles zusammen gemacht haben? Oh, das ist jetzt auch wieder blöd. Wir hätten wieder einzelne reintun sollen. Tja. Ja, vielleicht ist es so eingestellt, dass man keine 2 Mastercards hintereinander kriegt. Oder haben wir schon mal? Ich glaube schon. Das wäre gut. Dann würde ich mal irgendwann 2 Keycards versemmelt. Dann
haben wir doch so ein Video mit dem Skip gemacht. Ja, haben wir geschrieben. Nachdem wir zwei Kick hatten. Es war das SCP-Bahn hinten war das. Den will ich. Oh mein Gott. Weißt du noch, was lang geht? Und da waren wir bis jetzt noch nicht. Okay. Ja, wir haben doch den dunklen Bereich schon gehabt. Ja. Aber es gibt schon mal diese zwei CPs echt nicht mehr. Die habe ich in dieser Version noch nicht gesehen. Und wir sind in einem anderen Bereich, in dem Bürobereich vielleicht. Hm? Nee, glaube ich, die waren am Anfang bisher. Ja, da haben wir es halt in der neuen Version umgeändert. Stand jetzt aber nicht im Changelog. Weiß ich nicht, habe ich einen Playbook jetzt. Noch im Start. Wisst ihr Bescheid? Der ist immer noch drin. Gibt's ja nicht. Boah. Schrecksekunde. War der da? Da waren wir noch nicht. Dieser Raum? Oder? Da hast du zugemacht, kann das sein? Kann das sein? Ich glaube, da laufen sie dann im Kreis, ne? Ah, nee, dann geh wieder. Nicht, oder? Da waren wir noch nicht, oder? Waren wir da schon? Doch, da war, wo er drin war und das geschafft. Was, der war drin? Da waren wir noch nicht. Ist das nervig. Sicher nicht, weil es jetzt gerade. Also zwei Runden hatten wir bisher noch nicht. In dieser Run. Das ist der nächste schon. Und gleich anschließend. Noch einer. Das ist der auch noch nicht. Schau mal da aus, da ist vielleicht zu viel über deine Favorite SCPs. Ja. Wie dich. Ah. Ja. Wir sind den Umweg gelaufen. Wahrscheinlich ab vom Start einfach da geradeaus. Das kann nicht sein, oder so am Start direkt dann besser kommt. Ne, da waren wir doch schon. Und dann sind wir zurück. Oder? Ha, egal, wir laufen. Was war hier? Weiß ich nicht mehr. Da haben wir noch 6 Wolken nicht. Wollen wir? Nee, lass mal. Das dauert zu lang. Das wird eh wieder so eine XXL-Episode. Oh, 2 Wolks. Nein, nicht. Dann die XXL-Episode hoch. Glaub mir. So, da geht's zum Zombie-Arzt. Ist er nicht runter? Scheiß mal, was da ist. Da gab's auch mal einen. Ja. Hat sich gelohnt. Weiter zu gehen. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht wieder. Im Aufzug. Das wäre schade. Wir haben es noch vorher gehabt, ne, davon, dass er, stell dir vor, der steht da drin und dann. Auf. Weißt du, haben wir. Weißt du konkret? Hey, ich muss die Selina auch noch fertig machen. Meine Güte. Aber es heißt doch, es gibt. Gate B, zwei Alternativen. Also es gibt zwei verschiedene Gate B in. Es gibt aber zwei Schalter, womit möglicherweise, also womit vier ja. Möglichkeiten eigentlich entstehen. Ich schon den hatten wir auch schon. Zwei Bit und so. Den sagen. Was da eigentlich passiert? Nein, wenn man da unten ist, dann kommt da nur SCP 106, ne? Ist ein Fleck. Was war denn das für ein Geräusch? Der ist dagegen gefahren, Junge. Das ist wahrscheinlich, wenn er in dem Bereich an den Tür knallt, ne? Wo fahren wir hin? Maintenance, hoffe ich. Hoffe ich. Der andere kann es nicht sein, oder? Ja. Wobei, oder das ist der andere Ausgang von dem anderen. Wir sind in der Mitte rausgekommen, jetzt sind wir an den äußeren. Shit. Ah ja, genau. Passt. Nee, passt. Jetzt taucht der andere erstmal auf. Bitte nicht, bitte das nicht, stimmt. Bitte 100, nicht. 100 Pro. Auf dem letzten Meter. Ja. Und im Aufzug ist halt verloren. Der ist erstmal zu. Nein. Boah. Der ist so beim anderen wahrscheinlich. Jetzt taucht er auf. Im Aufzug. Ja, natürlich. Was? Der geht schon wieder mit. Ja.
toll. Verpackter Scheiß, Junge. So. Wow. Ja. So vibrated es auch. Überraschung. Der kann da auch so. Selten, aber er kann. Ah, Mann. Wir könnten mal ohne Anzug da reingehen. Wo kommen wir denn Zombie-Videos? Das ist doch geil. Laufen wir so rum? Sind wir ja, wir haben dieses Strange Bottle. Nimm den Virus und die Strange Bottle. Alle deine Sorgen sind vergessen. Ich geh mit schnell. Ist egal, wo du lang gehst. Glaube ich. Wenn er mit also im Intense haben das eigentlich gar nicht so schlimm. Aber wir fanden den so schlimm, weil wir das erste Mal, als wir da unten waren, so ein traumatisches Erlebnis hatten, weil sowohl SCP 173 als auch 106 sind aufgetaucht. Das Video haben wir leider nicht. Ja, das war vor der Zeit, bevor wir unsere Gameplays aufgenommen haben. Damit sind wir noch bei Slender erschrocken. Ja klar, da haben wir dann überlegt, wir gehen mit da und da. Ich sag, du sollst in den Tunnel. Ich hab gesagt, nee, ich geh da an, da ist der Warhead. Silo. Ja, genau. Hey, das ist auch eine Tür. So, ja. War das nicht immer ein Tor? Hä? Ist so absichtlich, dass die ganze Zeit backen, diese Aufzüge? Das soll in einem bestimmten Panik versetzen. Ja. Weil oben kannst du auch mal was wegrennen im Aufzug dann. Da muss man eigentlich rein, ne? Ne. Ja, da kommt, glaube ich, trotzdem, oder? Nee. Kommt der nur, wenn der reingeht? Ich glaube schon. Jetzt haben wir gleich in der Tür. Hören wir das? Ja, ich glaube schon. Der ist sogar offen. Glück gehabt! Wir fahren sogar. Normal solltest du doch erst drücken und dann warten. Ja, Standard seems to be locked. Aber wenn man dann wieder zurückgelaufen ist. Hey, ist offen? Ist der jetzt offen? Geh mal rein. Nein. Wieso nicht? Ich guck aber nicht, okay? Wieso nicht? Wenn es uns umbringt. Oh! Was war los? Ich bin für den Fütter schrecken. Irgendwie ist das heute total verpackt. Ja. Oh, schlecht. Der spielt doch gerade seinen Schauspieler und dann. Das Event? Ja, das Event findet gerade noch statt. Oder? Schau mal hin. Das klingt so, als ob hinter mir ist. Oh, bitte nicht. Da ist zu. Das war auch noch nie. Ey, das heißt aber, dass man ziemlich nah am Ende sind. Die scheiß P96 kann Flecken laufen. Stimmt. Da haben wir auch schon immer. Das ist ein Serverraum. Nein. Der ist unten immer. Ja, der kann aber jumpen. Ja, dann blinzeln halt nicht in dem Raum. Schon vergessen. Und da ist ein Zaun, also Vorsicht, das haben wir auch schon immer. Stand noch im Chain Talk irgendwie. Genau, dass es so Lichter gibt, die ein Indikator dafür sind, ob der Zaun läuft oder nicht. Ah! Das. Guck, die sind in einem Schatzilein. Bürosektor. The Ring. Aber um das zu testen, was du wolltest, müssen wir wieder ganz zurücklaufen. Du musst lesen. Ja, das mach ich jetzt nicht. Lest du's? Nee, ich weiß nicht, ohne diese rote Pille eigentlich nicht. Ja, stimmt, das stimmt. Sollen wir in einen Raum, dass wir es als Ziel haben? Das ist mir das Ziel gelöst. Über 78, 16. Ich weiß nicht, ob es der Raum war. Irgendein geht der Code.
Maynard glaube ich nicht. Und wer ist der andere? Der Dr. Harp, genau. Du hast die sie nicht. Ja. Ja. Knack. Medikit. Das war das letzte Mal, als wir da drin waren, dann haben wir auf einmal die Leute gehört, ne? Was für Leute? Okay, da. Nein, wir waren im Silo. Alter. Ja, weil da hinten doch nichts angeht, ah, oder? Meinst du? Schauen wir mal nach. Noch kommen wir zurück, oder? Ne, da ist dann gelockt. Hä? Was ist jetzt? Wir sind nicht gefahren. Hey. Jetzt. Das ist ein Indikator. Was würde da jetzt eigentlich passieren, wenn wir den recontained hätten? Ja. Könnt ihr da das auch nicht mehr auftauchen? Wenn wir den Ring nehmen und der uns angreift. Macht das nicht mehr. Ja, wenn wir ihn berühren schon. Ja, hallo! Blöd. Ey, das macht echt nichts. Wir blocken den, Junge. Ist ja asozial. Und so nah hab ich den noch nie gesehen. Wenn läuft jetzt noch weiter, dann ist es kaputt gemacht. Ah, ja. Der ist ja nackig. Hey, der schießt doch auf dich, Mann. Ja. Merk nichts. Das war noch auf den Schuss. Die Jungen kann man gut. Nimm das Book of Diseases. Ist doch jetzt ah, ja, genau. Cancer of the Lungs wieder. Kann man es nochmal lesen? Na? Kann man es zweimal lesen? Zwar man kennt es auf der Lange. Put a ring on. Nein, komm mal. Ah, doch. Put on the ring. Und das Zeug! Hau alles rein! Started breathing heavily. Okay, ein Gate A ändert das echt nichts. Also du bleedest dann einfach. Team Use Console Commands. Yes! Content haben wir jetzt nicht gemacht. Pocket Dimension sind wir nicht escaped. So, was ist das? Machen wir einen Screenshot, oder? Also. Oder? Na, dass wir das mal wissen, müssen wir alles machen. Didn't Use Console Commands. Wer macht denn das bitte? So. Schreibt es in die Kommentare. Macht ihr das? Was gibt's hier überhaupt, dass man sich da Items cheaten kann und so? Unbeatable wahrscheinlich. Das ist blöd. Das machen wir niemals. Darin besteht doch die Spannung in dem Spiel. Ja. In jedem Spiel. Also das wird bei dem Spiel echt den Spaß rauben. Ja, das war's. XXL-Episode. Mit Playthrough. Hast du dieses Schnaufen gerade gehört? Achso, wahrscheinlich, weil wir das gerade durchgespielt haben. Das ist jetzt ein bisschen special hier. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschaußen.